Die Augsburger Panther machen ihrem Namen derzeit alle Ehre. Sie haben Biss, sie zeigen Krallen und sie kämpfen. Wie jüngst gegen Mannheim, da haben sie einen 0:2 Rückstand noch in einen Sieg umgedreht. So eine Einstellung, so ein Aufbäumen sieht der Trainer gern, denn er weiß, die Jungs haben sie ja drauf. Natürlich, die Jungs haben super Eishockey gespielt in letzter Zeit, aber es gibt immer ein bisschen Raum für Verbesserung. Aber die Jungs bemühen sich und um das geht's und die geben Gas bis zum Schluss und über die ganze Saison gesehen. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir nicht nur mitspielen, wir können viele Punkte mitnehmen. Punkte, mit denen die Panther auf den 6. Tabellenplatz der DEL geklettert sind und das mit einem stattlichen Abstand auf die 7. platzierten Ingolstädter. Trotzdem, bis Ende Februar stehen noch einige Spiele an. Da kann ein Punktekonto kräftig wachsen, aber auch schnell wegschmelzen. Für die kommenden Spiele heißt das, auf jeden Gegner individuell vorbereitet sein. Wichtig ist, dass die Coaches, die passen die Mannschaft immer an den nächsten Gegner an. Und heutzutage mit Video und der ganzen Software, was sie nutzen, ist wirklich ganz gut. Der aktuelle Tabellenstand ist ganz klar eine Mannschaftsleistung, aber sicher auch eine dieses Trainers, der genau hinschaut und dann Schwächen, die er entdeckt, beim Namen nennt. Bei diesem Training speziell die Schwerpunkte Powerplay und Defensive. Obwohl wir das beste Powerplay der Liga haben, in den letzten 2 Spielen war ich nicht zufrieden mit, wie langsam die Scheibe bewegt worden ist. Und so heute war ein bisschen mehr Powerplay. Wir haben mehr in Situationen in der defensiven Zone angesprochen. Tag zu Tag, es gibt immer was anderes. Aber heute, die waren die 2 Schwerpunkte. Schwerpunkte, die noch mal richtig Punkte bringen sollen. Denn wenn die Panther diesen 6. Tabellenplatz halten, dann könnten sie gleich ins Viertelfinale der Playoffs einziehen. Es ist also noch einiges drin für die Panther. Ein Panther aber hat jetzt schon seinen persönlichen Superlativ erreicht. Kapitän Steffen Tölzer hat Dwayne Möser überholt. Mit 569 Spielen jetzt die meisten DEL-Einsätze für Augsburg bestritten. Es ist eine große Ehre für mich, klar, selbstverständlich. Als Kind träumt man immer davon, dass man sagt, auch mal einen Rekord zu haben, beziehungsweise auch mal so lange spielen zu können und zu dürfen. Und da bin ich schon selber, klar, stolz drauf, freue ich mich, aber sonst, das ist nebensächlich. Momentan zählt für mich die Saison und wir gehen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass es möglichst weit klappt, diese Saison. Ja, und mit dieser Einstellung und dazu noch vom Trainer gut eingestellt, da müsste doch noch einiges drin sein für die Augsburger Panther.